Hallo Leute, hier ist Christian und herzlich willkommen zu diesem neuen Video mit meinem Unboxing und auch ersten Eindruck zum Apple iPhone 12 Pro in der Farbe Pacific Blau. Nachdem ich euch bereits das Apple iPhone 12 in der Farbe Grün vorgestellt habe, das Video ist auch unten in der Videobeschreibung bzw. hier oben in der Infokarte verlinkt, möchte ich euch jetzt eines der Topmodelle vorstellen, nämlich das Apple iPhone 12 Pro in der Premiumfarbe Pacific Blau, die erstmals mit dem Apple iPhone 12 Pro eingeführt wurde. Wir machen einen kurzen Blick auf den Lieferumfang, wir machen einen ausführlichen Rundgang um das Gerät bei der Erwähnung aller technischer Daten und auch hier möchte ich euch meinen ersten Eindruck mitteilen, was das Gerät vielleicht so kann, was es nicht so kann, beziehungsweise was Apple mit dem Apple iPhone 12 Pro bietet. Jetzt kommt noch ein ganz kurzes Intro und dann geht schon los mit dem Unboxing und auch meinem ersten Eindruck vom Apple iPhone 12 Pro in der Farbe Pacific Blau. Nachdem ich euch bereits das iPhone 12 Pro in der Farbe Grün in meinem Unboxing und natürlich auch meinem ersten Eindruck vorgestellt habe, gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter und auch höher, nämlich zum Apple iPhone 12 Pro in der Premiumfarbe, nämlich Pacific Blau, die Apple erstmals hier mit der neuesten iPhone-Generation eingeführt hat. Und am Anfang gibt es auch hier wieder einen kurzen Rundgang um die Verpackung. Die ist gegenüber das Apple iPhone 12 nicht weiß, sondern komplett schwarz gehalten. Also das ist der Unterschied. Die Pro-Modelle haben eine schwarze Verpackung, die ganz normalen, in Anführungsstrichen, iPhone 12 haben eine weiße Verpackung, aber auch hier, die Verpackung ist etwas dünner geworden, denn der Lieferumfang hat sich natürlich auch hier geändert. Kein Netzteil, keine Kopfhörer, werden wir uns aber auch gleich anschauen. Von daher würde ich sagen, packen wir das Stück aus. Und nachdem es eben vom Kunststoff, von der Kunststofffolie befreit ist, können wir auch die Verpackungshülle abnehmen, den Deckel abnehmen. Denn auf der Seite steht wie bei dem anderen Gerät natürlich auch nur, dass wir hier ein iPhone auf dem Tisch liegen haben. Und ich muss sagen, dass ich hier tatsächlich eine etwas andere Farbe erwartet hätte. Das geht mehr so in den graphitblauen Bereich, würde ich sagen. Also wer ein richtig reines, sattes Blau erwartet, wird möglicherweise enttäuscht werden. Das sieht man dann eher beim iPhone 12 mit der glänzenden Rückseite. Hier ist die Rückseite eben matt gehalten, sieht aber auch sehr edel aus, muss ich sagen. Sieht echt gut aus, Understatement würde ich sagen. Aber wir werfen am Anfang erstmal einen Blick auf den Lieferumfang. Auch hier wieder ein Ladekabel dabei, auf der einen Seite mit Lightning-Port, auf der anderen Seite mit USB-C. Und wer noch keinen USB-C-Ladestecker besitzt, und ich glaube, ich mutmaße einfach mal, dass das die wenigsten von euch sein werden, müssen auch ein Netzteil dazu kaufen. Das kann man natürlich von Apple kaufen, ist ein 20-Watt-Netzteil. Mit dem 20-Watt-Netzteil wäre dann auch hier der Akku in 50 oder in 30 Minuten mit 50% versorgt, wie auch schon beim Apple iPhone 12. Aber das, was Apple eigentlich beabsichtigt hat mit der Einführung des neuen iPhones, dass man Verpackung spart, würde dann wieder hinfällig werden. Also in irgendeiner Art und Weise müsst ihr euch einen Ladestecker besorgen. Auf der anderen Seite, wenn man den dann mal hat, dürfte man bei den zukünftigen Generationen, das heißt beim iPhone 13 oder wie auch immer das Gerät heißen mag, keinen Netzstecker mehr benötigen. Wir haben also das Ladekabel und auch hier wieder das SIM-Karten-Eject-Tool für den SIM-Karten-Slot, Garantiehinweise und zu guter Letzt natürlich noch einen Apfelaufkleber hier in einfacher Ausfertigung. Von daher würde ich sagen, gehen wir direkt hier zum Start des Videos, nämlich dem Apple iPhone 12 Pro in der Farbe Pacific Blau. Auch hier eine Folie auf der Vorderseite, die ziehen wir natürlich ganz schnell ab. Und auch hier haben wir ein identisch großes Display zum Apple iPhone 12. Ich werde mal das Gerät einschalten, damit man hier einen kurzen Überblick bekommt, was man eben bekommt an Display. Auch hier haben wir ein 6,1 Zoll großes OLED-Display, Super Retina XDR nennt das Apple. Auflösung hier 2532 x 1170 Bildpunkte. Auch hier eine Pixeldichte von 460 ppi. Allerdings wird die durchschnittliche Helligkeit mit 800 Nit angegeben, also etwas oberhalb des iPhone 12. Also auch etwas besser. Wir haben auf der Vorderseite im oberen Bereich wieder eine sehr breite Notch, die hat sich nicht geändert, mit Face ID, einem LiDAR-Sensor, glaube ich, haben wir dabei, zumindest hier auf der Rückseite. Dazu werde ich gleich kommen. Und natürlich die Möglichkeit, mittels Face ID das Gerät zu entsperren, was auch in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gut geklappt hat, muss ich sagen. Unter der Haube auch hier ein A14 Bionic Chip, vermutlich 6 GB RAM und die Speichergrößen fangen hier bei 128 GB an, gehen über 256 zu 512 GB.
Und preislich liegen wir hier schon bei 1120 Euro. Wie gesagt, gibt es in vier Farben, in Blau, Gold, Silber und auch Graphit. Wobei das tatsächlich, glaube ich, die Premiumfarbe ist, die momentan am meisten gefragt wird, weil es eben auch die Farbe ist, die erstmals hier mit dem iPhone 12 Pro eingefügt wurde. IP68 Zertifizierung, das heißt, es ist auch gegen Wasser und Staub geschützt, bis zu 6 Meter Tiefe. Wir haben hier entgegen des Apple iPhone 12 allerdings einen Edelstahlrahmen, der glänzt. Sieht etwas anders aus, ist jetzt vom Feeling her aber kaum anders, würde ich sagen. Allerdings merkt man, dass es etwas schwerer ist, nämlich mit 187 Gramm. Die Abmessung allerdings gleich: 146,7 in der Höhe, 71,5 in der Breite und 7,4 mm in der Dicke. Das höhere Gewicht kommt natürlich durch die Materialien, also dem Edelstahlrahmen, aber auf der Rückseite auch durch eine weitere Kamera bzw. ein weiteres Kameramodul. Denn dort haben wir unter anderem 12 Megapixel Weitwinkel f1.6 optisch stabilisiert, zweifach optisch. Nachtmodus-Porträt habe ich 4K 60 fps, gibt es auch in HDR mit Dolby Vision, dann glaube ich in 30 fps. Wir haben eine 12 Megapixel Ultra-Weitwinkelkamera dabei mit 120 Grad und wir haben hier eine 12 Megapixel Telelinse, auch optisch stabilisiert, was man im iPhone 12 nicht hat. Und wir haben hier diesen LiDAR-Sensor, der nochmals bei Nachtaufnahmen behilflich sein soll, beziehungsweise auch die Möglichkeit bietet, mittels speziellen Apps auch eure Räumlichkeiten zum Beispiel zu scannen, um dann in Echtzeit und auch in euren Räumlichkeiten zum Beispiel Möbel zu platzieren. Da gibt es echt wirklich sehr, sehr viele Einsatzmöglichkeiten, die uns sehr wahrscheinlich erst in Zukunft so richtig auffallen werden. Hier unter der Rückseite 2275 mAh starker Akku. Auch diese Daten sind geleakt worden von Vodafone. Wir haben eine Möglichkeit, per Wireless Charging aufzuladen, das heißt mittels Qi Charging und 7,5 Watt oder mittels MagSafe. Das ist ja der einzelne oder der proprietäre Lade, die proprietäre Lademöglichkeit von Apple, hier das Ganze mit 15 Watt zu laden. Da legt sich dieses MagSafe-Ladegerät auf die Rückseite, magnetisch dockt das an und dann wird eben hier mit 15 Watt drahtlos geladen. Aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, ganz normal eure bestehende Qi-Station weiter hier für dieses iPhone zu nutzen. Auf der linken Seite haben wir die zweiteilige Lautstärkewippe und den Mute-Switch. Im unteren Bereich haben wir auch den Slot für die SIM-Karte. Nur eine SIM-Karte möglich, keine Speicherweiterung, aber eine zweite SIM-Karte mittels eSIM möglich. USB, Quatsch, Lightning-Anschluss haben wir natürlich hier, Mikrofon für Telefonie und einen der beiden Stereo-Lautsprecher. Auf der rechten Seite haben wir dann den Power-Button zum Einschalten, das habe ich schon gemacht. Und im oberen Bereich, nämlich hier der Notch, haben wir einen zweiten Lautsprecher. Das heißt, auch hier habe ich die Möglichkeit, Stereo-Genuss auf dem Apple iPhone 12 Pro wahrzunehmen. Auch dieses Gerät ist natürlich 5G-fähig, Wi-Fi 6 haben wir dabei. Und wie gesagt, Preise ab 1.120 €, das sind so roundabout, ich glaube, 300 € mehr als für das iPhone 12. Ob man das tatsächlich ausgeben muss oder ob ein iPhone 12 ausreichend ist, werde ich euch natürlich in den nächsten Wochen sagen, in meinem möglicherweise auch Vergleichstest zwischen dem Apple iPhone 12 Pro und auch dem Apple iPhone 12. Damit bin ich am Ende mit meinem Unboxing und vor allem auch meinem ersten Eindruck zum Apple iPhone 12 Pro und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder Kommentar hinterlasst und natürlich auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.